Also zuerst einmal von mir auch einen schönen Gruß da nach Hollabrunn und es freut mich sehr, dass ich zumindest jetzt per Skype da dabei sein kann und an dieser Diskussion teilnehmen. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ich fange damit an. Ich habe nämlich heute die Zukunft schon gesehen. Jetzt werden Sie sich fragen, wo ich halt war. Also ich war in der Früh mal im Flugzeug, das war nicht so zukunftsorientiert, am Flug von 7 Uhr in der Früh von Brüssel nach Wien. Aber ich war dann in der HTL Donaustadt bei ungefähr 70, 80, 100 jungen Leuten und habe mit denen gemeinsam mit zwei anderen, mit dem Heinz Becker von der ÖVP und dem früheren Fraktionsvorsitzenden von der SPÖ mit Hannes Swoboda diskutiert, 2 Stunden lang über die Frage Flüchtlinge, Migration, aber auch Zukunft der Europäischen Union und vor allem über diese jetzt zum Teil geschlossenen Binnengrenzen. Und das Spannende dort war, da hat am Anfang war die Frage, die haben alle eine orange und eine gelbe Karte gehabt und am Anfang war die Frage in dem Raum, wer von euch ist dafür, dass die Grenzen, die Binnengrenzen offen bleiben? Und da hat die große Mehrheit aufgezeigt und die zweite Frage war, also hat die gelben Karten gezeigt und die zweite Frage war, wer ist dafür, aus Gründen der Sicherheit diese Binnengrenzen nicht zuzumachen? Das waren relativ wenige. Und nach den 1,5 Stunden Debatte war es dann sogar so, da kamen dieselben Fragen noch einmal und dann waren die, die die gelben Karten gezeigt haben, noch viel mehr. Das heißt, ich gestehe, ich hatte vorher eigentlich erwartet, dass da viele auch finden, na, eigentlich passt das schon, die Terroranschläge und so, Anschläge und so viele Flüchtlinge. Jetzt müssten wir eigentlich schauen, dass wir die Grenzen wieder zumachen und das war nicht so. Bei diesen jungen Leuten, das heißt für mich, war das auch die Diskussion, die wir mit denen geführt haben, das war wirklich ermutigend und wir haben das ihnen dann auch gesagt, ja, ihr seid die Zukunft. Ja. Wir sind jetzt alle schon, haben schon einige Zeit Berufsleben hinter uns, aber die Zukunft sind diese jungen Leute, 16, 17, 18-Jährige und das hat mich sehr zuversichtlich gemacht und auch gerade in Zeiten wie jetzt, wo es nicht immer leicht ist, optimistisch zu bleiben, doch gesehen, dass gerade so viele junge Leute finden, dass sie auch was davon haben an diesem gemeinsamen Europa, dass sie auch vieles nicht in Ordnung finden und einiges gehört anders, so wie wir ja auch, finden wir ja auch viele von uns, dass das was anders sein sollte, aber dass sie tatsächlich auch bereit sind, daran zu arbeiten und nicht bereit sind, einfach wieder nur Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, wir sind wir und der Rest ist uns egal. Also das hat mich einmal sehr, sehr zuversichtlich gemacht. Und ich gestehe schon zu, dass es heutzutage schwieriger ist, manchmal diesen Optimismus beizubehalten. Ja? Wirklich daran zu glauben und dann mitzuarbeiten und nicht frustriert oder enttäuscht alles hinzuhauen und sagen, so, ich mag mich nicht mehr drum kümmern, weil einfach die Welt eine viel komplexere geworden ist, als wir sie wahrgenommen haben vor Jahrzehnten. Aber für mich ist auch das Erlebnis, so wie die Karin Kadenbach das jetzt auch geschildert hat, dieses Erlebnis auch im Europaparlament, nämlich, dass es möglich ist, sage ich auch zwischen jetzt auch den österreichischen Abgeordneten der proeuropäischen Fraktionen, da immer wieder und auch mit den anderen gemeinsam, also dieses Gefühl voranzutreiben, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam bringen wir was zusammen. Und das finde ich so zentral. Und ich meine, ich war selber 10 Jahre Nationalrat, 1999 bis 2009 und war Oppositionsabgeordnete. Und da war immer dieses Hickhack, ja? Wir gegen die Regierungspartei gegen die Opposition, immer dasselbe. Im Europaparlament leben wir tatsächlich täglich dieses, was die Karin schon angesprochen hat, also Kompromisse finden zu müssen. Und wir bleiben dort dennoch unseren Prinzipien auch treu. Ja? Wir haben Unterschiede. Aber es gelingt uns auch durch Verhandlungen, auch einmal durchs Nachgeben, auch einmal sagen, na schau, auch mal, manchmal gelingt es ja, also sage ich auch mir, auch uns von den kleineren Fraktionen, die von den größeren Fraktionen von was zu überzeugen. Ein Beispiel, das mir sehr gut in Erinnerung ist, es hat zum Beispiel ein Luxemburger Kollege von mir, ein Grüner, der war der Berichterstatter im Parlament, also der dafür zuständig war für die Verhandlungen, für die Energieeffizienzrichtlinie. Ja, der hat wirklich mit allen gemeinsam und dann auch also mit dem Rat, mit den Regierungen, nicht einfach, wirklich was Gutes zusammengebracht. Wo dann alle, also fast alle, die das sinnvoll finden, und das war die gute Mehrheit, dann auch gefunden haben, gescheit, ja, das müssen wir jetzt umsetzen. Weil gerade
wenn es darum geht, wie denn die Zukunft aussehen kann. Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Grüne sage, also gerade in Energieeffizienz, in erneuerbaren Energien, da liegt die Zukunft drin. Und nämlich auf mehreren Ebenen. Das eine sind Jobs, Arbeitsplätze. Da sind ganz viele drinnen. Ja, in Oberösterreich hat das, als Rudi Anschober noch Landesrat war für Energie und Umwelt, also diese schwarz-grüne Koalition, über die Jahre sind da tausende Arbeitsplätze geschaffen worden. Ja, das ist ein positiver Punkt. Das zweite ist Klimawandel, dass es uns damit gelingt, tatsächlich den Klimawandel zu reduzieren, mehr Klimaschutz zu betreiben. Und das Dritte, sage ich als eine, die ganz viel in der Außenpolitik macht, wir machen uns, wir als Österreich und auch wir als Europa, uns dadurch unabhängiger von Regimen, die die Menschenrechte mit Füßen treten, von denen wir aber Öl und Gas brauchen. Russland, Aserbaidschan, Saudi-Arabien und da gibt es noch viele mehr. Also mit diesem Thema Energiewende, Energieeffizienz und erneuerbare Energien schaffen wir drei Fliegen auf einen Schlag. Jobs, unabhängiger werden von diktatorischen Regimen und mehr für Menschenrechte tun und vor allem auch den Klimawandel, also gegen den Klimawandel arbeiten. Also das sind so Dinge, wo ich immer noch bei allen Schwierigkeiten dran glaube, dass es möglich ist, einfach gemeinsam mehr zu erreichen und vor allem das Gemeinsame in den Vordergrund stellen und nicht das Trennende. Das ist für mich auch das, wofür die Europäische Union steht. Ja? Kooperation statt Konfrontation. Konfrontation haben wir auf diesem Kontinent Jahrzehnte, Jahrhunderte lange gehabt. Was in diesen letzten Jahren, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem, was jetzt die Europäische Union ist, abgesehen von Jugoslawienkriegen, gelungen ist, gab es zuvor nie, nie über Jahrhunderte, dass nicht die jungen Männer wieder in den Krieg geschickt wurden. Ne? Und die ganze Bevölkerung dann darunter zu leiden hatte. Und das ist das, was mich doch zuversichtlich macht, dass es weitergeht. Und ich habe mir da auch, weil Sie jetzt erst Alfred Polger zitiert haben, da gibt es ein Zitat, mit dem ich jetzt meine erste Wortmeldung schließen möchte, nämlich, das heißt, die Zukunft kommt in Raten und das ist das Erträgliche an ihr. Also es kommt nicht alles auf einmal. Ja? Und ich denke, dass es notwendig ist, dass wir schauen, dass diese Raten wirklich gut und zukunftsfähig sind. Und ja, in diesem Sinn einmal danke fürs Zuhören, für diese erste, mein erstes Statement hier über Skype. Danke.